Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Es geht wieder weiter. Wir haben uns das letzte Mal hier ausgelockt, nachdem ich hier ein paar Gläser schon mal reingemacht habe. Anteil meiner Glasfront beginnt langsam zu steigen. Irgendwie habe ich hier leichte Probleme noch mit der Maus, aber ich hoffe, das regelt sich gleich. So, es ist Dienstagvormittag. Ja, ich habe die Mausumstellung gemacht, als wir kaum das Wert gespielt haben. Deswegen. Deswegen ist etwas ungewohnt gerade, aber das wird schon irgendwie klappen. Hoffe ich zumindest. Wenn ich jetzt sehr unprofessionell dadurch wirken werde. Aber überleben werden wir das. So, was habe ich heute vor? Ich will eigentlich ein bisschen weiter an dem Haus arbeiten. Denn die Loot-Tour, die wir da gemacht haben, war schön und gut. Kann man nochmal wiederholen, aber jetzt aktuell ist eigentlich das Haus bei mir erstmal Priorität Nummer 1. Gut, ich wollte eigentlich wechseln, aber schmeißen wir halt mal so eine Glasfront weg. So ein Pfeil weg, ist ja nicht schlimm. Ein Zombie. Zwei Zombies. Immer noch das Schlimme ist hier, dass ich diese mittlere Reihe nur mit Gerüsten quasi hinbekomme. Also mit Woodframes, die davor stehen. Gefällt mir nicht, aber das ist leider so. Und deswegen muss ich das jetzt weiterhin so machen. Kann ich leider nicht ändern. Zack, zack. Und zack. So. Es nimmt langsam weiter Form an. Gefällt mir. Hoffentlich geht das weiter so. Dann haben wir nämlich hierbei auch die Möglichkeit umzuziehen, weil ich irgendwann dieses Haus hier auch verlassen, also das andere Haus auch verlassen möchte und wirklich hier einziehen. So, dich können wir gleich raustun, dich können wir jetzt raustun. Habe ich hier schon eine feste Essensbox? Nee. Tun wir es mal da rein. So, zu trinken habe ich noch. Oh, das Holz, rote Blumen habe ich noch, alles klar. Die können raus. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mit. Meine Steinaxt ist auch nicht mehr die beste. So, jetzt ist die Frage, was machen wir eigentlich? Ich habe mir keinen wirklichen Plan gemacht. Entschuldigung, wenn die Stimme von mir abgekackt ist. Ich habe mir keinen wirklichen Plan gemacht. Wir müssen mal gucken. Ja, ist noch relativ bunkermäßig und ich merke, dass da ein Holzfehler ist. Das geht ja mal gar nicht. Das muss geändert werden. Da reichen 9 auf keinen Fall. Aber wir brauchen eh noch ein paar Frames. So, und hier war. Kommen Sie her. Oh, der war schlecht. Zu überheblich. Ja, also jetzt komm bitte, was ist denn los hier? Boah, ich habe da noch diese Maus. Die Maussensibilität ist noch ein bisschen zu krass eingestellt. Die habe ich nämlich für CS ein bisschen umgebastelt. Und für TTT ein bisschen gezockt habe. Jetzt ist sie schon extrem hier. Muss ich eigentlich wieder umstellen. Aber egal, die Folge übergeht das schon so. Da kommt noch einer. Hier ist auch noch einer unterwegs. Auch wenn ich den hier übers Ding gar nicht töten kann, glaube ich. Nur unter Wasser schießen geht. Ja, komm raus. So, und hier sonst noch wen? Nö, alles cool. Da hinten so ein bisschen was von Stonehenge. Finde ich sehr cool. Okay. Was wir auch machen, könnten wir eigentlich wieder ein bisschen jagen gehen. Das heißt, wenn wir hier was sehen, ein wenig Tierchen jagen. Und ich will da drüben das auf jeden Fall jetzt auch ändern. Weil das gefällt mir gar nicht. Dass da oben dieser eine rote Block da so steht, das ist unerhört. So.
Ich höre hier doch irgendwo einen Zombie. Ich weiß nicht genau von wo. Lichter. Und das hier ist noch mehr Hörteil. Also das ist frech, hier einfach einen solchen Block hinzusetzen. Ich weiß nicht, was mir da passiert ist. Nein, einmal zu weit. So. Natürlich die Frage, ob es da drüben auch der Fall ist. Kriege ich den jetzt da oben noch oder nicht? So. So, gucken, ob ich das drüben das auch so gemacht habe. Ja, hier drüben natürlich auch. Super Sache. Gefällt mir nicht. Muss ordentlich sein. Hier unten müssen dann auch die Fensterfront, also noch so eine normale Fenster rein. Im Erdgeschoss quasi. Ich weiß auch nicht, warum ich hier einmal komplett durchgezogen hatte. Das ist ja das Zwischendach normalerweise. So. Einmal das gemacht. Ich glaube, ich habe auch die Awnings, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das Zeug, was aus Gras gemacht wird, gar nicht dabei. Das heißt, ich könnte eigentlich noch ein bisschen Gras holen gehen. Um daraus diese Stoffdinger zu machen, damit ich unten und oben die Wand quasi glätten kann, damit diese eckigen Ränder da nicht stehen. Hier, dass das hier nämlich nicht so kantig ist und dann kommen hier so eckige Teile rein, damit das ein wenig ordentlicher aussieht. Dasselbe auch oben auf dem Dach. Aber hier war noch Gras. Habe ich gesehen. Da ist noch welches. Da ist noch welches. Das war's. Ich meine, das wäre aber aus Stoff. Dann war das früher aus Gras, oder? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Unpraktisch. Aber da machen wir uns eben ein bisschen Body Armor. Wir haben ja genug an Eisen da. So, die nächste Seite ist schon mal sicher. Dann brauchen wir ein bisschen Forging Metal. Forging Iron heißt es ja. Machen wir uns eine schöne Panzerung, soweit wir es können. Um ein wenig sicherer zu sein. Kochtopf habe ich keinen hier. Wieso nicht? Ist aber nicht praktisch. Naja. Gehen wir draußen noch ein bisschen Holz holen. Und dann oben ein Dach drauf zu setzen. Und dann ist unser Klotz fertig. Da müssen wir mal gucken, wie das dann noch genauer wird, wenn ich das noch ein bisschen verschönern kann. Aktuell spricht es mich ja nicht ganz so an. Müssen wir mal schauen. Ich muss eigentlich noch mal Lehm besorgen, nachdem ich letztes Mal so grandios gefehlt habe, um mein gesamtes Lehm zu Lump of Clay? Ne, ist gar nicht Lump of Clay. Was ist das denn? Mal stehen. Ja, zu diesem Lehmklumpen quasi gemacht habe. Und deswegen ja keine schönen Pricks machen konnte, die ich eigentlich nehmen wollte. Da habe ich ganz viel Lehm einfach mal zum Fenster rausgeschmissen. War sehr praktisch, hat mich sehr gefreut natürlich. So, das können wir auch gleich mal braten. Dann sind wir nämlich gleich mal ein wenig produktiv hier. Ach, die sind wieder auf der anderen Seite. Dann gehen wir erstmal nach den Nachbarn gucken hier. Na komm. So.
Was machen Sie für ein... Oh, wäre ich ja fast noch runtergefallen. Also bitte. Und was machen Sie denn für einen Lärm? Das halte ich für sehr ungezogen. So, ganz kurz hier aufräumen. So, was haben Sie uns mitgebracht? Ein bisschen Holz und eine Trophäe, ist aber nett von Ihnen. Bester Nachbar steht auf der Trophäe drauf. Nichts Berauschendes, Tabletten nehmen wir mit, da waren wir schon. Was haben Sie dabei? Papier, können Sie behalten. War hier nicht noch einer? Hm. Vielleicht doch nicht. Habe ich eine Schaufel dabei? Natürlich nicht. Schade, dass ich gerade hier das ganze Clay ein bisschen mal abbauen können. Dann mache ich das als nächstes. Den Clay brauchen wir. Also ich brauche es. Da müsste eine drin sein. Nein. Hier. Nein. Da. Na, ich wusste es. Nee, hier ist sie drin. Ja, ihr seht, ich bin voll im Blick. Ich habe alles voll im Griff hier. Ich weiß genau, wo meine Sachen untergebracht werden. Ich finde alles direkt und ich finde das sehr beeindruckend. Shop Metal Pipes brauche ich erstmal nicht. Das behalten wir mal. Das tun wir dazu. Das Fleisch kommt in den Grill. Viel Spaß da dabei. So. Machen wir hier mal Armor. Was können wir denn schon machen? Die Iron Chest Armor können wir machen. Sehr gut. Gab es jetzt auch im Blog von Mad Mole neue Ausblicke. Zum einen eine neue Pump Shotgun, glaube ich, war das. Sieht sehr gut aus. So eine Büchse. Die kann man mit Stein und Schwarzpulver laden. Also ist keine wirkliche Pump Gun in dem Sinne. Aber auf jeden Fall sieht sehr cool aus. Könnt euch den Blog mal anschauen. So. Und neue Kleidungsbilder haben sie gezeigt, wie neue Kleidung aussehen wird. Und als Grundlage haben sie da eine in Unterwäsche stehende Dame raus, also die weibliche Rolle. Nur in Unterwäsche, also viel Spaß beim Zuschauen. Könnt ihr mal gucken, da kann man dann verschiedene Sets quasi zusammenstellen später. Armer über nackten Körper, Armer über Stoffkleidung etc. pp. Klingt sehr interessant. Ja, komm, gib mir Clay, gib mir das. Gib mir das. Damit wir hier nicht vorwärts kommen. So, einmal eine schöne Iron Chest Armor. Zack. Haben wir sonst noch irgendwas mit Armor? Und Farm Fans, Glove Arm. Ich glaube, den Rest kann ich noch nicht machen. Man hat noch kein Buch gefunden. Schade. Jetzt mal gucken. Ich werde wahrscheinlich über Nacht wieder auf mein anderes Grundstück gehen, oder? Meine Tankstelle ist vielleicht sicherer, nicht dass sie mir jetzt schon mein neues Haus kaputt machen. Na komm, gib her. Dann müssen wir mal gucken. Während ich hier so sinnvoll stehe und einfach nur die linke Maustaste gedrückt habe, kann ich euch informieren, beziehungsweise noch mal dran erinnern, wenn ihr mal Lust habt, mit der Barcade oder mir zu spielen. Einfach auf die Website der Barcade gehen und da quasi in Anführungszeichen dieses Formular ausfüllen, also anmelden, dass wir wissen, wer mitmachen will und welche Spiele ihr euch interessiert, etc.
Habe ich jetzt gleichzeitig noch einen Baum mitgefällt? Das wäre ja praktisch. Damit wir es eben strukturiert aufbauen können. Ich habe da, oder wir, Kate und ich haben da ein Infovideo zu gemacht gehabt vor ein paar Wochen. Titel Spielerchen. Und ich habe das gleich verbunden mit der Verkündung, dass mein Uploadplan sich eben leicht verändert hatte. Dass nämlich jetzt um 18 Uhr die Videos kommen und nicht nur um 17 Uhr. Weil das mit der Arcade abgesprochen war, dann passt das besser in deren Zeitplan. Ich habe mich da gebeugt, weil bei mir ist es relativ egal, wenn nur ein Video am Tag kommt, konnte ich das ohne Probleme anpassen. Und ihr seid inzwischen ganz schön ruhig geworden, was Kommentare angeht. Da waren anfangs mehr Kommentare da, auch wenn es meistens Fragen waren, aber oder Hinweise. Ist in letzter Zeit wieder abgeebbt. Der Schreibfauler. Kann ich verstehen. Speziell jetzt, wo Semesterferien sind, da bin ich auch schreibfaul. Aber das ändert sich ja leider bei mir demnächst wieder. Kann man nicht ändern. So, wir sind hier auf eine richtig schöne Lehmader gestoßen. Also hier ist Unmengen an Lehm. Wie viel haben wir denn bis jetzt? 44 Clay, das ist schon mal nicht schlecht. Jo. Können wir hier fast diesen ganzen Berg da abtragen. Ne? Ein bisschen Lehm will ich noch haben. Da wäre natürlich so ein Bohrer oder so sehr praktisch. Aber leider habe ich keinen. Und da oben ein schwebender Busch. Halbschweben zumindest. Da müssen wir mal gucken, was ich dann die nächsten Folgen über mache. Ich will eigentlich demnächst dann oben auch diesen Wohnbereich einbauen oder einräumen. Dass das eben ein bisschen wohnlicher wird und ein bisschen von außen muss das Ganze noch aufgehübscht werden, weil das ist bis jetzt einfach so ein riesiger großer Klumpen. Ist nicht ganz so, wie ich es mir erhofft habe, ehrlich gesagt. Ist noch ein wenig zu sehr improvisiert teilweise. Denn normalerweise habe ich da in der Regel ein normales Haus hingebaut bei mir. Auf anderen Servern, privates Spiel, mache ich da gerne so ein normales Haus. Mit Garten davor etc. Das habe ich aber jetzt hier mal nicht gemacht. Aber es ist halt einfach zu sehr nach klobigem Gebäude. So. Jetzt holen wir hier noch ein bisschen mit. Und dann machen wir uns um 7 mal ganz kurz bei mir in die Wohnung rein, damit ich da die Blumen mitnehmen kann, die gelben. Und dann gehe ich nämlich nach Hause zum Wasser kochen. Beziehungsweise Tee kochen. Um vorbereitet zu sein. Und mein Nahrungshaushalt wieder ein wenig zu erhöhen. Hier kann ich nämlich noch hingehen, Kohle abbauen etc. Da müssen wir mal gucken. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr euch gerne beim Gorondor den Livestream anschauen. Den hat er inzwischen hochgeladen. Er hat nämlich vor 2 Wochen, 2 Wochen müsste es gewesen sein, einen Livestream veranstaltet. Seinen ersten, sehr gelungen. Kann ich nur mal wiederholen. Habe ich ihm auch schon runtergeschrieben und ihm persönlich, in Anführungszeichen, persönlich mitgeteilt. War nicht schlecht. Kann man durchaus so anbieten. Und mal gucken, ob er demnächst dann noch andere macht, also noch mehrere. So. Jetzt einmal hier reinstürmen. Blumen mitnehmen, die gelben. Oh, hallo Hirsch. Hier. Ja, ich würde sagen, sie bleiben einfach hier drinne, Hirsch. Und ich nehme sie dann morgen mit. So. Wie war das doch gleich? Wenn du hier im Ziehen bist, dann gehst du nicht unter. War das nicht beim, ja, Tatsache. Das war beim Gorondor nur so. Dann hat er sich ein wenig geärgert, dass mir das keiner vorher gesagt hatte.
Und das fiel mir jetzt wieder ein. Sehr viel praktischer. Wenn du nämlich oben bist und dann gezielt bist, dann kannst du nicht untergehen. Da brauchst du nicht dauernd die Leertaste zu drücken. Ist gemütlich. So. Einmal ankommen und einmal die Gläser füllen hier. Damit wir die auch wieder abkochen können. Und zack. Ich hoffe, dass ich demnächst auch dann noch mit der Bewirtschaftung des Feldes anfangen kann. Denn das fehlt noch. Dass wir da endlich vorwärts kommen. Anstatt nur dieses angefangene Feld im ersten Stock zu haben. So, ich gehe jetzt davon aus, dass da wieder irgendwelche Zombies in meiner Tanke gespawnt sind. Ich war ja schon länger nicht mehr da. Müssen wir mal gucken. Ich habe auch jetzt seit der letzten Aufnahme ist auch schon über eine Woche her, weil ich da ein bisschen vorproduziert hatte. So, mal gucken, ob sie hier wieder direkt vor mir spawnen. Hallo? Nein. Nichts los. Alles klar. Dann gehen wir hier einmal rein und machen hier wieder zu. Habe ich ehrlich gesagt jetzt mehr erwartet, dass hier ein paar Zombies sind. Deswegen wollte ich ein bisschen früher schon hier sein. Einfach nur, um vorbereitet zu sein. Na, so. Und willkommen zu Hause. Dann werde ich hoffentlich dann. Oh, Antibiotika. Coole Sache. Müssten wir hier nicht noch eigentlich. Genau, Kochtopf haben. Und viel Krembes. Dann einmal Wasser und Wasser. 6 Minuten. Habe ich irgendwo Kohle? Hallo? Habe ich irgendwo Kohle? Hier wäre so ein Knopf gut zum direkten Sortieren, wie man es bei Minecraft kennt. Potassiumnitrat, Essen, Dirt. Nee. Ich sehe keine Kohle. Egal. 6 Minuten 20, das sind zwei von denen hier. Ich tue nochmal einen nach, damit es auf jeden Fall reicht. So. Einmal ausräumen, was wir jetzt vorerst nicht mehr brauchen. Kleinen Stein brauchen wir nicht. Den Dirt brauchen wir. Die Klamotte hier brauchen wir nicht. Euch brauchen wir nicht. Dich brauchen wir nicht. Holz nehmen wir mit. Das erste Mal nicht. Noch mehr Dirt. Auch raus mit dir. Dich brauchen wir. Dich brauchen wir nachher, wenn das abgekocht ist. Dann haben wir hier einen Grill drin. Und auch Essen. Nett. Blümchen haben wir auch noch. Noch ein bisschen Stoff. Da können wir noch ein paar von diesen Dingern draus machen. Das Glas nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Ich lasse mir da und am nächsten Tag mitnehmen würde ich eigentlich dann die ganzen Waffenteile gerade. Ist vielleicht gar nicht mal so dumm. Dich und dich. Dich und dann glaube ich auch die fertigen Waffen. So, Thunfisch können wir eigentlich gleich mal essen. Dann kommt wieder ein bisschen Platz rein. So. Dann können wir nämlich das hier wieder raus tun und wir nehmen noch eine Waffe mit. Was können wir noch da lassen? Ich will eigentlich möglichst alles auf einmal mitnehmen. Den Hammer brauchen wir erstmal nicht. Aus dem Clay mache ich jetzt Bricks. Aber das seht ihr erst in der nächsten Folge, denn die Zeit ist rum. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es so weitergeht in 7 Days to Die. Bis dahin, schönen Abend und ciao.